Und im gleichen Augenblick höre ich eine Stimme aus dem Himmel, und ich glaube, dass es Jesus war, die gesagt hat, wenn du deinem Papa heute nicht vergibst, wird er heute Nacht sterben. Ja, herzlich willkommen bei True Life Stories mit Damaris Kofmel. Heute bei mir in der Sendung ist Thomas Bauer. Thomas, herzlich willkommen. Danke, ich freue mich, hier zu sein. Ja, du hast ja einiges erlebt und es hat ja schon sehr, sehr früh begonnen. Nicht sehr gut. Nein. Ich weiß von dir, dass du mit 10 Jahren schon 3 Selbstmordversuche hinter dir hattest. Wie ist denn dazu gekommen? Ja, natürlich gibt es eine Vorgeschichte, wo ich halt keine schöne Kindheit gehabt habe. Meine beiden Eltern sind Alkoholiker gewesen, so Abendalkoholiker. Nach außen heile Welt, innen drin war es halt nicht so schön. Und dann war es halt meistens so, dass ich halt die Prügel bezogen habe. Manchmal auch so stark, dass ich aus den Ohren, aus dem Mund und aus der Nase geblutet habe. Und für mich war es halt die Hölle irgendwo. Ich meine, als kleiner Junge, was weiß man von der Welt? Was hat man verstanden? Nix, ja. Und für mich war einfach der Tod die Erlösung. Ich wusste es ja nicht besser und dachte, der Tod ist mein Freund, der holt mich irgendwann, der erlöst mich irgendwann. Und ja, und so habe ich eigentlich angefangen, mich mit dem Tod zu unterhalten und mich mit ihm zu beschäftigen, mehr oder weniger. Und dann habe ich gedacht, das Ganze hat ja eh keinen Sinn und besser wird es nicht. Ja, dann kannst du auch gleich aus dem Leben gehen. Und dann habe ich mich entschieden, mich aufzuhängen. Das habe ich im Cowboy-Film gesehen. Und dann dachte ich, ja, das machst du jetzt. So Seile hatten wir daheim, so alte Stricke, die habe ich dann mitgenommen. Mein Klassenkamerad ging noch mit zum Zuschauen, weil der gedacht hat, ich mache einen Scherz. Und dann sind wir am Kinderspielplatz auf dem Baum, wo wir oft gespielt haben. Und dann bin ich da drauf gestanden, habe den Strick um den Hals und unten festgebunden. Aber so macht man es ja nicht. Ne? Aber ich wusste ja nicht besser. Und dann bin ich da runtergesprungen. Dann ist der Strick hat sich dann gestreckt und hat mir quasi den Hals aufgerissen. Da ist das Blut so runtergelaufen ins T-Shirt. Und gleichzeitig ist der Ast gebrochen dann, wo ich dann gestreckt war. Er ist mir dann auch noch auf den Kopf gefallen. Dann war ich erst mal ein bisschen weggetreten und dann kam ich wieder zu mir. Und dann bin ich nach Hause und ja, meine Mutti gleich gefragt, ja, was ist denn los? Was machst du denn für Sachen? Und dann habe ich gesagt, ja, ich wollte mich umbringen, hat nicht geklappt. Und dann sagte ich, spinnst du? Und dann ging es gleich los. Was sagen die Nachbarn? Das war meiner Mutter das Wichtigste. Was sagen die Nachbarn? Die hat mich nie gefragt, warum hast du dich umgebracht oder was ist das Problem? Keine Frage, nichts in die Richtung. Ja, und dann habe ich gedacht, dann mache ich das jetzt woanders, wo es trägt. Und dann, wir hatten in der Garage so einen Stahlträger. Dann habe ich gedacht, da hänge ich mich da auf. Und dann habe ich mich da auf den Stuhl gestellt, den Strick oben rumgebunden, den Strick um den Hals und wollte gerade vom Stuhl springen. Im Moment kommt meine Mutter in der Garage, was sie eigentlich nie gemacht hat. Und dann macht sie die Tür auf und sagt, was machst denn du da? Sag, ich will mich umbringen, geh mal raus, ich brauche Ruhe. Sag ich, spinnst du? Hör auf und so. Dachte sie erst noch, ich mache einen Scherz. Ne? Und ich sag's dem Papa an, dann kriegst du eine Tracht Prügel. Und habe ich gesagt, ja, das ist mir jetzt egal, geh raus, dann bin ich eh tot. Und ja, eigentlich jetzt zurückblickend muss ich sagen, wie abgebrüht ich da war, schockiert mich eigentlich heute noch. Und ja, und dann hat sie mich bequatscht, minutenlang. Und dann hat sie gemerkt, dass ich es ernst meine. Hat sie angefangen, so halbwegs zu weinen. Und zu sagen, hör auf, jetzt lass das bitte und rum und um. Und ich sage auch nichts dem Vater heute Abend und so weiter. Ja, und dann bin ich runter und habe ich gedacht, jetzt hat es zum zweiten Mal nicht geklappt. Jetzt musst du dir was ganz anderes überlegen. Ja, und dann habe ich immer wieder Tabletten geklaut, bis ich so eine ganz große Handvoll hatte. Keine Ahnung, was das alles war. Und dann habe ich mich auf mein Bett gelegt im Kinderzimmer, habe Abschiedsbriefe geschrieben gehabt für meine Geschwister und meine Freunde. Und dann dachte ich, so, jetzt nimmst du die Tabletten und dann war es das. Und dann bin ich eingeschlafen auf dem Bett. Und im Traum ist mir dann ein Engel erschienen. Was? Ein Engel? Ja, ich bin nicht christlich erzogen oder kirchlich, gar nichts. Ich habe mit Kirche nichts am Hut gehabt, weil meine Oma war so erzkatholisch und da roch sie immer nach Weihrauch und ich habe so Angst gehabt vor der Frau. Also Kirche war für mich nichts. Ja. Und da, ich wusste auch nicht, was ein Engel ist oder irgendwas. Kann das halt so, aber wo ich den gesehen habe, ich wusste, es ist ein Engel. Ja. Der hat so ein weißes Gewand gehabt, so einen goldenen Gürtel und das sah majestätisch aus und er stand so 6-7 Meter weg. Und dann hat er seine Finger so ausgestreckt zu mir und das war, wenn er meine Nase berührt, obwohl er weg war und das bitzelte so. Und dann sagte er zu mir, Thomas, wirf dein Leben nicht weg, es ist wertvoll in den Augen Gottes.
Und dann bin ich aufgewacht, wirklich plötzlich aufgewacht, war klitschnass geschwitzt und war völlig entsetzt, was das für ein Erlebnis war. Ja. Ja. Aber das hat mich erstmal gar nicht freudig gemacht, sondern das hat mich eigentlich eher zornig gemacht auf Gott, weil ich dachte, ich war überzeugt, der hasst mich, der hasst meine Familie, der hasst uns alle, deswegen geht's uns so. Und jetzt darf ich nicht mal sterben, nicht mal das darf ich, ja, nicht mal das erlaubt er mir. Und das hat mich eigentlich noch zorniger gemacht. Aber vergessen habe ich das Erlebnis nie. Und dann mit 15 ist es ja krass weitergegangen. Da bist du voll irgendwie in die rechte Szene. Ja, so genau. Da habe ich dann zu Hause gefunden. Das war auch so mein erster Familienersatz, wenn man so will. Mhm. Ja, da war eine gewisse Geborgenheit da. Und das war mal so jemand, wo mir zuhört, wo mich ernst nimmt. Ja. Aber da ist er dann nicht geblieben. Dann bist du in wieder eine andere Richtung gegangen. Ja. So kämpfen konnte ich. Ich habe zwar auch manchmal meinen Meister gefunden, aber durch das, dass ich halt viel Schläge bekommen habe, war ich vertraut mit Schmerzen. Ja? Wenn du mich erstmal gehauen hast, dann bin ich erst richtig wild geworden, ja? Wie so ein kleiner Pitbull, der sich festbeißt. Und das haben halt die Rocker dann relativ schnell mitgekriegt und haben gemerkt, wow, der kann kämpfen, mit dem ist was. Und dann bin ich mit 17 in den Rockerclub gekommen und war da der Jüngste und erstmal ohne Motorrad, ohne Führerschein, ohne gar nichts. Bin dann da in der Karriere leider zum nächsten Club und von da zum nächsten Club. Und der dritte Club, das waren dann diejenigen, die mir angeboten haben, wenn ich komme, dann kann ich der Präsident werden. So habe ich das dann auch gemacht. Dann wurdest du Präsident? Dann wurde ich dort Präsident, ja. Wie alt warst du da? 19. Ja. Und gab es da auch Situationen, wenn du sagst, mit Schlägereien und so, wo es ziemlich gefährlich vielleicht sogar wurde? Ja, total, ja. Ja. Also manchmal habe ich ausgeteilt, manchmal habe ich eingesteckt. Einmal, wo ich eingesteckt habe, da waren wir in der Nähe von Mannheim und da war eine riesen Rockerparty. Und meine Jungs, wir waren leider alle schon ziemlich betrunken und zugedröhnt. Und dann kam ein großer Club von Mannheim und dann machte einer von unserem Club, der halt gut aussah, auf den standen alle Mädels. Und ich habe ihm gesagt, lass die Finger weg von den anderen Mädels, das ist nicht gesund. Und natürlich flirtete er da mit einer. Und dann sind die gekommen und dann haben wir die Schläge unseres Lebens bekommen. Also ich habe echt gedacht, die hauen mich tot. Ich weiß noch, als ich auf dem Boden lag und die auf mich eingetreten haben mit Chopperstiefeln, also Lederstiefeln mit Eisen dran, von der Wehrmacht vorne und hinten. Und ich hatte Platzwunden am ganzen Kopf, meine Lippe war aufgeplatzt und ich habe nur noch, dann haben sie mich so hinten nach hinten auf den Tischen festgehalten und dachte ich so, jetzt hauen sie dich tot. Und ich habe gedacht, wenn ich das überlebe, dann danke ich Gott. Ich habe nur für mich gebeten, habe gesagt, Gott, bitte mach, dass ich keine Zähne verliere. Das war für mich extrem wichtig, weil ich dachte immer, wenn jemand keine Zähne mehr hat, das sieht einfach nicht schön aus. Und tatsächlich, ich konnte immer irgendwie mit dem Kopf ausweichen, dann haben die immer auf den Tisch gehauen. Und ich hatte eine dicke Jacke an, so eine Lammfelljacke, das war im Winter. Die hat mir mit das Leben gerettet, mal unabhängig von Gott. Ne? Ja. Und dann bin ich morgens nach Hause und an dem Abend hatte ich meine 9mm nicht dabei, eine scharfe Waffe, Gott sei Dank. Sonst hätte ich da echt geschossen, das wäre mir sowas von egal gewesen. Wow. Ja, und die anderen Jungs sahen auch nicht viel besser aus. Einem haben sie das Patch vom Rücken geschnitten, den zweiten haben sie ins Feuer reingeworfen, hat den ganzen Kopf verbrannt. Ja, und dann saß ich morgens um 7 zu Hause und meine Mutter kommt runter und dann sagt sie, boah, ich habe da immer gesagt, fahr kein Motorrad, das ist gefährlich. Weil sie dachte, ich hätte einen Motorradunfall gehabt. Also mein Gesicht hat man nicht mehr erkannt, das war komplett weg. War total mit Blutkruste voll und aufgeplatzt und also es war schon übel, ja. Aber dann hat sich ja ziemlich bald danach, ist ja eine unglaubliche Veränderung hat stattgefunden bei dir. Ja, auf jeden Fall, das war schon witzig, ja. Also eine meiner Schwestern hat sich bekehrt durch die Nachbarin, die hat ihr ein Buch geschenkt und da war innen drin ein Lebensübergabegebet und da hat sie sich bekehrt. Ja, und dann hat sie meine andere Schwester bekehrt, die jünger ist. Und die war so meine Mama-Ersatz, die ist über mir. Und naja, was sie sagte so, das war mir schon wichtig. Und dann meinte sie immer, geh doch mal mit und schau es dir an. Und naja, wir hatten einen Dämon als Zeichen gehabt und Stahlhelm drauf und Hörner und so. Ich habe halt gedacht, was, wenn ihr Jesus ihr gut tut, dann ist das gut. Aber für mich ist das wahrscheinlich nichts. Ja, und ich wollte auch Spaß und Party und nicht jetzt hier irgendwo in der Kirche rumsitzen und eine Bank wärmen. Das war halt mein Bild von Gott und von Jesus. Ne? Ja, und dann eines Abends sagte sie zu mir, da gibt es so eine Frauenveranstaltung, Women's Eclo heißt es. Gott hat echt einen Sinn für Humor. Und wir hatten eine Party und die fiel aus. Und dann war ich da gesessen und habe gedacht, na gut, keiner kommt vorbei, was machen wir denn heute Abend? Und dann sagte sie mir, ja, dann geh doch mit. Und dann sage ich, ja, was macht ihr denn da? Ja, wir beten und singen und so. Na, okay. Und dann gibt es noch was zu essen, ich lade dich ein. Ich dachte, Essen ist immer gut. Und was die erzählen hier rein und hier raus und dann gehen wir wieder. Ja, aber Gott hat echt einen Sinn für Humor. Und dann kam ich da rein und, yo,
Das war erstmal ein Kulturschock. Ja. Frauen mit langen Röcken bis auf den Boden, ja, so ein Dutt oben, nicht alle, aber viele. Und dann ein Grinsen im Gesicht, wo ich gedacht habe, habe ich Drogen genommen oder die? Wie heißt denn die Pille, dass die den Dauergrinsen am Gesicht haben? Ja? Ja, und dann so Trockenblümchen auf dem Tisch und so. Und nur Frauen, war ja eine Frauenveranstaltung. Und ich stehe da drin, meine Rockerkluft mit langen Haaren. Und yo, ich dachte, ich bin hier fehl am Platz. Aber ich bin bei meiner Schwester mitgefahren, konnte nicht abhauen. War 20 Kilometer weg von zu Hause, dachte, jetzt muss da durch. Ne? Ja, und dann hat eine Frau gepredigt aus Amerika und habe ich schon zugehört. Und ich habe mich ja immer gefragt, auch mit dem Engelserlebnis, wie geht mein Leben weiter? Mhm. Ja, ich war überzeugt, 25 wirst du nicht, aber wie könnte dein Leben weitergehen? Und habe ich so rumgeguckt, dann habe ich so für mich gebetet, Gott, wenn es dich wirklich gibt, leise für mich, dass niemand hört, dann musst du mir das beweisen. Und irgendwie weiß ich heute noch nicht wie, auf einmal bin ich vorne die Schlange, wo der Aufruf war zum Bekehren. Und dann stand ich in der Schlange und vorher war mir heiß und kalt auf dem Stuhl und war wie so Engelchen und Teufelchen auf der Schulter. Das Engelchen sagte, ja, geh vor, das Teufelchen, geh ja nicht vor. Und boah, das war ein Kampf und da war es mir schon unheimlich. Habe ich gedacht, was läuft denn hier für ein Film, ja? Aber irgendwie bin ich dann vorne in die Schlange und als ich in der Schlange stand, war schon irgendwie ein Frieden da. Ja, da war, hat das alles aufgehört gehabt. Da waren so zwei, drei Leute vor mir, die ihr Leben Jesus gegeben haben, dann kam ich dran und dann guckte sie mich so an, auch wieder so ein Dauergrinsen im Gesicht. Und naja, dann sagte sie mir ein paar Sachen und so und ob ich mein Leben Jesus geben will. Und na, ich dachte, Gott, du musst mir beweisen, dass es dich gibt. Ja. Ist das echt hier? Ja. Und dann guckt sie mich nochmal so an, wie wenn sie Gedanken lesen könnte und guckt mich so an und sagt, so, weißt du, du hast das und das und das gemacht. Und dann bin ich richtig erschrocken, weil das wusste absolut nobody, niemand. Und dann wurde es mir richtig heiß und kalt. Ich dachte, alter Falter, woher weiß die das? Ja? Das, und dann war mir klar, das war mein Beweis. Das kann nur Gott ihr gesagt haben. Und dann sagte sie, willst du dein Leben Jesus geben und mit ihm klar Schiff machen? Und da habe ich gedacht, ja, das schadet auf gar keinen Fall. Und ich habe in dem Moment nicht verstanden, dass ich mich bekehre. Ja. Das habe ich nicht verstanden. Ja. Ja. Ich habe nur gedacht, heute Abend, Gott lädt mich ein, ich will nicht Nein sagen. Und habe ihn in mein Leben eingeladen, habe das Gebet gesprochen. Und dann auf einmal war alles anders. Wupp, dann wurde es mir heiß, richtig heiß. So ein Friede, den ich noch nie, ich hatte in meinem ganzen Leben nie Friede gehabt. Das Wort Friede war, wusste ich nicht, was das bedeutet. Ja, ein Friede durchfuhr meinen ganzen Körper, eine übernatürliche Friede, eine Ruhe. Und ich habe gedacht, boah, das hat der Oberhammer, das ist ja besser als alles Zeug, was ich jemals ausprobiert habe. Ja. Und völlig ohne Nebenwirkungen. Und dann habe ich eine Bibel geschenkt bekommen, so eine Ein-Mark-Bibel, da muss ich heute noch drüber lachen, und so ein Blumensträußchen. Und so bin ich aus der Veranstaltungshalle raus. In einem Arm Blumensträußchen, im anderen eine Bibel. Und war äußerlich immer noch der Rocker. Und da sind wir mit so einem alten VW-Bus heimgefahren und dann haben die da Halleluja-Lieder gesungen im VW-Bus und ich saß da mittendrin. Aber ich war einfach nur glücklich, ja. War einfach nur glücklich und das war am 28.08.89. Abends um 20.30 Uhr, werde ich nie vergessen. Krass, das hat wirklich dein Leben verändert. Total, total. Aber es gab ja einen Punkt, der hat sich ja leider nicht verändert, einfach mit der Bekehrung, mit deinem Vater. Ja, das war schon schwierig mit meinem Vater. Mein Vater war ziemlich unterkühlt, kann man sagen, wenn nicht eisig. Also ich habe meinen Vater mein ganzes Leben lang nie lachen hören oder lachen sehen. Das war mal kurz so in den Bart gehustet. Und dann 1990 war es einfach dann so, ein Jahr nach meiner Bekehrung, dass er drei Herzinfarkte hatte innerhalb kürzester Zeit. Und dann lag er da und die Ärzte haben zu uns gesagt, also das wird nichts mehr, drei Herzinfarkte, so kurz nacheinander, das Herz ist geschädigt. Er hat ja auch ungesund gelebt, geraucht drei Schachteln am Tag. Alkohol jeden Tag und so weiter. Und dann lag er da abgemergelt, ganz dünn, die Hände. Mein Vater, ich habe ihm gesagt, er hat Bratzen, weil die Hände waren riesig. Ich habe einen Ring geerbt, der war mir im Mittelfinger zu groß. So große, kräftige Finger hatte der. Und dann lag er da und die Person aus meiner Familie sagt, guck, da liegt der große Franz, nichts ist mehr mit ihm. Und in dem Moment sticht es mir ins Herz. Und ich habe gedacht, egal was war, aber sowas sagt man nicht, auch nicht in der Situation. Und im gleichen Augenblick höre ich eine Stimme aus dem Himmel und ich glaube, dass es Jesus war, die gesagt hat, wenn du deinem Papa heute nicht vergibst, wird er heute Nacht sterben. Boah, und ich habe gedacht, das ist jetzt nicht dein Ernst, Gott. Ja, ich war ja Babychrist, ich habe ja von nichts was gewusst, außer die Stimme Gottes habe ich schon relativ früh gehört. Und dann habe ich zu der Person gesagt, du, ich gehe jetzt, ist es okay, kommst du heim? Ja, alles klar. Dann bin ich runter in den Parkplatz im Krankenhaus, aber erst mal 20 Minuten Rotz und Wasser geheult, weil ich wusste, das ist echt. Ich kannte Gottes Stimme wenig, aber ich wusste, wenn, dann, ich wusste, es war Gott. Und dann war wieder Tom und Jerry
der hat es verdient, das ist ein Drecksack. Und die andere Stimme, nein, der ist auch Opfer, vergib ihm. Und ich wusste, Gott hat mir meinen ganzen Mist vergeben. Und das war ja mein Erlösungserlebnis dann, wo ich dann danach über Wochen und Tage begriffen habe, wow, Gott hat mich nicht nur errettet für die Ewigkeit, ich bin jetzt frei. Und das war ein kostbarer Schatz. Und ich wusste, mein Vater, wenn der stirbt heute Nacht, der geht in die Hölle. Dann bin ich oben in die Kaserne, wo ich war bei der Bundeswehr, bin ich in den Wald gefahren, pechschwarze Nacht. Also wirklich nicht nur eine natürliche Nacht, es war finster. Die Finsternis war um mein Auto rum. Ich habe mir fast in die Hosen gemacht vor Angst, aber ich wusste, ich kann jetzt den Prozess nicht unterbrechen. Ich brauche eine Antwort von Gott. Und ich habe gekämpft und gerungen und gekämpft und gerungen. Und es war ja schon abends um 11 oder so. Ich wusste, die Nacht fängt an. Und Gott sagte, heute Nacht. Ja. Und dann habe ich gebetet und habe immer wieder gesagt, Gott, ich will ihm vergeben, aber ich kann nicht. Und dann habe ich so vor meinem Auge gesehen, die ganzen schlimmen Situationen aus meiner Kindheit. Ja. Und dann habe ich gesagt, dann habe ich eine Entscheidung getroffen und habe gesagt, Gott, ich will ihm vergeben, ich kann nicht, du musst mir helfen. Und dann kam es dreimal zu dem Punkt, wo ich das Wort Vergebung aussprechen wollte. Und zweimal war mein Mund wie zugeklebt, meine Zunge klebte wie am Gaumen. Und beim dritten Mal habe ich innerlich geschrien, Jesus, hilf mir. Und in dem Moment konnte ich sagen, ich vergebe meinem Vater. Und dann ist es wie rausgeplatzt aus mir. Und dann ist so wie so eine Steinkugel, so 2,50 Meter, 3 Meter Durchmesser, runter von meinem Körper runter, weggerollt und den Berg runter. Und in dem Moment hat sich mein Herz gefüllt mit Freude wie noch nie zuvor. Das war ein Wahnsinnserlebnis. Und dann hörte ich, wie Jesus sagt, weil du ihm vergeben hast, vergebe ich ihm auch. Und ich schenke ihm noch ein paar Jahre seines Lebens dazu. Ja, und das sind dann auch so Momente, wo ich denke, ja, heute sage ich, das war Jesus, aber habe ich jetzt richtig gehört oder habe ich es mir eingebildet oder ist es ein Wunsch? Aber es war dann wirklich so, 14 Tage drauf kam der aus dem Krankenhaus raus, die haben den entlassen. Der Kardiologe kannte uns privat und er sagte, das ist ein Wunder, wir können das nicht erklären. Man sieht keine Narben mehr, keine Flecken auf dem Herzen, alles funktioniert einwandfrei. Ich wusste es natürlich, ja, aber mein Vater nicht und niemand sonst. Ja. Wow, jetzt kommt ja noch das Top-Erlebnis, das ja noch fast krasser ist als das, ein paar Jahre später. Ja, genau, ein paar Jahre später. Ich bin dann 93 bis 96 mit der Bundeswehr nach Amerika an die Raketenschule der Luftwaffe in Texas. Und dann haben wir 2 Jahre gekämpft, dass meine Mutter ihre Flugangst überwindet und dass sie kommen. Und dann 95 sind sie dann gekommen und dann haben wir 4 Wochen lang die schönste Zeit meines Lebens gehabt mit meinen Eltern. Mein Vater war wie ausgewechselt, der war total lieb, der machte Frühstück, meine Tochter war da gerade frisch geboren und er nahm die auf den Schoß und der ging Brötchen holen und lauter so Sachen. Ja, wir haben den nicht mehr wiedererkannt, ja, der war wie ausgewechselt. Und so haben ich habe meinen Vater entdeckt, weißt du, das war so, ich war glücklich und selig. Ja, und dann flog ich dann kurz bevor wir zurück sind, 96, nach Deutschland zur Wohnungsbesichtigungsreise, eine Wohnung suchen. Und da habe ich meinen Vater dann das letzte Mal gesehen und wir haben uns dann immer gedrückt, das haben wir nie gemacht. Und an dem Abend kam es nicht dazu und ich fand es ganz traurig, dass ich ihn nicht nochmal drücken konnte. Und am Morgen, als die Umzugsfirma kam mit 2 LKWs und 15 Mann, klingelt mein Telefon und meine Schwiegermutter ist dran und sagt, du, dein Vater ist heute gestorben. Und ich bin fast zusammengebrochen. Ja, ich hab geschrien, ich habe gesagt, Gott, nicht jetzt, nicht jetzt. In 2 Wochen sind wir in Deutschland. Ich will meinen Vater sehen. Wir haben so viele Pläne. Jetzt, ja, das tu mir das nicht an. Und haben wir alles zusammen, 3 Tage alles weggepackt. Und dann sind wir in ein möbliertes Apartment. Und das weiß ich noch wie heute. Ich hatte montags einen Flug nach Deutschland auf die Beerdigung. Und freitags stehe ich im Apartment, putze mir die Zähne, sage wieder eine Stimme. Aber es war eine Engelsstimme, die sagte zu mir, du darfst deinen Vater noch mal sehen. Und das hat mich erst einen Moment total durcheinander gebracht. Ich bin raus, ich habe zu meiner Frau gesagt, du, ich höre jetzt höre ich schon Stimmen. Ja? Also das war schon extrem, weil ich habe gedacht, wie soll ich den noch mal sehen? Ja. 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 Naja gut, dann montags hatte ich meinen Flug mit der Bundeswehr nach Köln-Wahn zum militärischen Teil. Und ich sitze mich in den Flieger rein, weiß es noch wie heute, der Flug dauerte 8 Stunden. Und ich sitze mich rein und machte Supp und ich bin im Himmel entrückt. Ja. Und das dauerte 8 Stunden, weil im Landeanflug in Köln bin ich wieder zurück gewesen in meinem Körper. Gefühlt 30 Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten. Naja, und wo ich oben ankam, dann sah ich eine riesige Menge Menschen, unzählbar, alle weiße Gewänder an. Von hinten, die Menge ging ewig weit, so weit wie der Horizont reichte. Und es war so schön, ich sah Farben, die gibt es hier auf der Erde. Ich habe Düfte wahrgenommen, einen Frieden. Wow, ist das schön hier. Habe ich gesagt, das ist super, hier bleibe ich. Ja? Und dann habe ich meinen Vater gesehen von hinten und meine verstorbene Schwester, die ist 1961 gestorben als Baby.
Und im Himmel weißt du Dinge, ohne dass die dir jemand erklärt. Da gibt es keine Geheimnisse mehr. Es war einfach so, ich wusste es, mein Vater, meine Schwester, die Maria, wow. Und die hatte schwarze, lange Haare bis zum Hintern. Und ich so, boah, die Maria, wow. Und mit 16, als ich eine Malerlehre machte, habe ich einen Grabstein renoviert und nachgemalt und schön gemacht. Da war total verwittert. Warum weiß ich bis heute nicht? Ich hatte irgendwie eine Beziehung, obwohl die 10 Jahre vor meiner Geburt oder 9 Jahre gestorben war. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Und ich merkte dann, irgendjemand spricht was zu denen, eine Stimme, aber ich habe nicht gehört, was. Und haben die sich rumgedreht und die waren beide wunderschön. Bildhübsch, wirklich. Ich kannte meinen Vater immer nur grauhaarig. Ja. Ich war ja schon alt, er war alt, als ich auf die Welt kam. Und er war wieder 20, 25 Jahre alt, die Maria genauso. Und die haben ein Leuchten und ein Strahlen im Gesicht gehabt. Ich kam aus dem Staunen nicht mehr raus, weil das Gesicht von meinem Vater war so lieblich, so schmerzfrei, so natürlich, so glücklich. So habe ich ihn nie erlebt. Nee, nicht einmal. Und so, boah, und dann sagte Jesus zu mir, Thomas, hast du einen Wunsch frei? Ich sagte instinktiv, ich möchte einmal die Hände meines Vaters berühren ohne Angst. Weil die haben mich immer gehauen. Und dann bin ich so hingefahren, wie auf so einem Skateboard, so und stand vor den beiden. Und dann mein Vater war vom Bauch ab bis zum Kopf in so einem weißen Nebel drin. Ich habe nur die Hände sehen können und die Beine. Und dann nahm eine Hand, die so groß war in etwa, nahm so mit den zwei Fingern ganz zart seinen Arm und meinen Arm und führte das so zusammen. Und dann habe ich dort die Hände von meinem Vater gespürt. Und die sahen genauso aus wie auf der Erde. Da hatte dieselben Bratzen, dieselben großen Hände und Finger. Ja, und dann legte die Person, Jesus, keine Ahnung wer das war, die beiden Hände zusammen, da ist so eine Liebe geflossen, das war so schön. So ein Frieden und eine Liebe und ich wusste, dem geht so gut. Und ich wusste, dieser Mensch, den ich da jetzt gerade sehe, ist ein erlöster Franz. Ist nicht Franz, mein Vater von der Erde, sondern ist der erlöste Franz in Christus Jesus. Das wusste ich. Und es war so schön, so ein Frieden, es war absolut übernatürlich. Und und dann war es alles so herrlich. Und dann habe ich gesagt, Jesus, ich bleib hier, ich gehe nicht mehr. Und Jesus sagte, nee, du musst zurück, ist noch nicht deine Zeit. Und ich sagte aber, nee, ich möchte aber so gern hier bleiben. Du willst, wenn du da oben bist, du willst nicht mehr weg. Ja? Und er sagte, nee, du musst wieder zurück. Und dann macht er so, und innerhalb von 100 Sekunden, ich bupp, und sitze wieder im Flieger. Und er war gerade im Landanflug. Und natürlich lauter Soldaten um mich rum, ja, Offiziere, Unteroffiziere, Feldwebel, alles. Und ich so, boah, Alter, krass, boah, Alter, boah, was war das jetzt, ja? Und der hat neben mir schon so wahrscheinlich gedacht, 8 Stunden schläft der. Ja. Und jetzt auf einmal wacht er auf und ist völlig aus dem Häuschen. Und ich habe gesagt, Thomas, reiß dich zusammen, sag jetzt nichts, weil die denken alle, du hast nicht mehr alle Tassen im Schrank, ja? Und dann, bevor ich gegangen bin, hat Jesus noch zu mir gesagt, erzähl die Geschichte deiner Mutter. Ja. Und ich habe gedacht, boah, ich weiß nicht, also nee, ich weiß nicht. Und dann habe ich gesagt, Jesus, ich brauche noch eine Bibelstelle. Und ich glaube, Johannes 20, 23 ist das, wo steht, welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Und dann habe ich gesagt, Jesus, ich brauche eine Bibelstelle, um das den Menschen zu erzählen, welche Macht Vergebung hat. Weißt du? Ja, und dann war ich bei meiner Mutter und dann habe ich so rumgedruckst und ich wollte es natürlich nicht erzählen. Und habe ich gesagt, ja Mama, ich habe da was erlebt und so. Und ja, und dann sagt sie, ja, was ist denn los? Sprich dich aus. Und dann sage ja. Und habe ich gesagt, jetzt hör schon einfach zu und sagst erst mal gar nichts. Und dann erzähle ich mein Erlebnis bis zu dem Moment, wo ich dann die Leute sah. Und dann kam meine Schwester rein, die Älteste, und dann habe ich weiter erzählt. Und dann habe ich erzählt und dann habe schon an ihrem Blick gesehen, alles klar. Mhm. Ja, und dann kam er zur Passage mit Maria, mit ihren schwarzen langen Haaren bis zum Hintern. Und auf einmal kriegt meine Schwester Tränen in die Augen. Und die kannte Maria, die ist die Älteste, die hatte Maria auf dem Arm gehabt. Und sie sagte dann, Thomas, ich habe bis gerade gedacht, du spinnst. Ja? Irgendwas stimmt mit dir nicht. Aber als du sagtest, dass Maria schwarze Haare hatte, da hat es mich total übernommen. Ja? Weil du konntest das nicht wissen. Es gibt auch keine Bilder von Maria. Die hatte schwarze Haare als einziges Kind. Ja? Das wusste ich ja auch nicht, ich habe es ja nur gesehen. Ja? Und dann war die total berührt. Und dann sagte meine Mutter, weißt du, dann habe ich so gesagt, Mama, ist das nicht komisch für dich, wenn ich das erzähle? Ja. Sagt sie, weißt du, ich war letzte Woche auf dem Balkon, ich habe eine warme Hand auf der Schulter gespürt und eine Stimme, die zu mir sagt, mach dir keine Sorgen, mir geht's gut. Also hat Gott sich schon vorbereitet, ja? Hätten wir gar nicht so viel Sorgen machen brauchen. Aber war schon heftig, ja. Wow. Ja. Jetzt sind ja einige Jahre vergangen und du bist heute Pastor. Ja. Ja, genau. Gibt es irgendwie eine Botschaft, eine Message, die dir ganz besonders am Herzen liegt, gerade als Pastor? Absolut, und zwar die Vergebung. Du kannst Böses nicht mit Bösem überwinden, das ist unmöglich. Du kannst Böses nur mit dem Guten überwinden. Und du kannst deinem Schuldiger
30, 40, 100 Jahre nicht vergeben. Der macht Urlaub auf Hawaii. Das merkst du nicht, dem geht's gut. Aber du leidest. Mhm. Und heute meine Botschaft ist immer, wo ich sage, wenn du vergibst, ist es immer primär erstmal um deinetwillen. Mhm. Nicht um dem, um den es geht. Weil manche sagen zu mir, ja, ich vergebe dem doch nicht einfach, da kommt er vielleicht auch noch in den Himmel. Mhm. Sei, hast du irgendwas verstanden vom Evangelium? Mhm. Und Jesus ist der am Kreuz hing mit offenen Armen, ja? Und genau da, wo sich das Kreuz trifft, die Horizontale, das Irdische mit dem Vertikalen, mit dem Himmlischen, da hing sein Herz. Und sein Herz war offen und er sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Hm. Und Vergebung ist eine Macht, es ist eine Power. Dagegen hat der Teufel keine Waffe. Wenn ich bitter bin, da begießt er die Wurzel der Bitterkeit. Wenn ich zornig bin, mit dem Zorn macht er sich eins. Auch da sagt die Bibel, wer zornig wird, vollbringt nicht das, was Gott gefällt. Also all diese Dinge sind Sackgasse, aber der Highway, der sechsspurige Highway ist Vergebung. Und Jesus ist so gut, wenn er es bei mir geschafft hat, schafft er es bei anderen auch. Wow, das ist ein guter Abschlusssatz, Mensch, Thomas, ich danke dir ganz herzlich, dass du jetzt da alles so erzählst. Das ist unfassbar, was du alles erlebt hast. Ja, und ich bin selber einfach baff und was Gott alles tun kann in einem Menschenleben, ist genial. Jesus danke, ist nichts Thomas. Unmöglich. Ja, wirklich nicht. Herzlichen Dank. Amen, yes, danke.